Zum ersten Mal in Prag. Oh ja, eine ganze Menge, 50-50 würde ich sagen. Ich bin tatsächlich auch dieses Wochenende zum ersten Mal hier. Ich konnte gestern schon ein bisschen was sehen, aber wir wollen natürlich auch noch ein paar Insider-Informationen und deshalb haben wir eine Prag-Repräsentantin heute eingeladen. Sie ist da, ich freue mich sehr, sie ist der CEO von Prag City Tourism. Hier ist Nora Dolanska. Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie ganz, ganz herzlich in der Name von unserem Bürgermeister, Herr Tomasz Hudecek und Vizebürgermeister für Touristik, Herr Nowotny, ganz herzlich in Prag begrüßen und bin ich wirklich sehr, sehr froh, dass Sie so zahlreich nach Prag gekommen sind. Jetzt habe ich die Hände gesehen, fast alle waren schon hier in Prag, das heißt, es ist nichts Neues für Sie. Aber ich würde trotzdem etwas verraten und möchte sagen, dass Sie wirklich jetzt zwei wunderschöne Tage mit einem fantastischen Programm erleben. Wir haben auch etwas für Sie vorbereitet. Wir werden für Sie einige Stadtrundfahrten vorbereiten. Wir werden die schönsten Sehenswürdigkeiten in Prag zeigen. Und auch ein bisschen Kulinarik möchten wir ein bisschen Ihnen anbieten. Und das, was man jetzt gerade auch in diesem Lied gesagt hat, wie Karol Gott gesungen hat, unsere böhmische, tschechische Küche ist sehr, sehr lecker, aber sehr, sehr ungesund. Das erleben Sie auch heute Abend beim Uflecku. Grunddaten für unsere Stadt. Prag hat über 1 Million Einwohner, 1,2. Wir haben jährlich hier bei uns in Prag 5 Millionen Touristen. Sind einige Tage, einige Teile der Jahr, waren wirklich wir sehr, sehr viele Touristen an den Straßen sehen können. Wir sind froh, dass auch die deutschen Touristen an der ersten Stelle stehen. Wir freuen uns wirklich, wenn die Deutschen nach Prag kommen, weil die verstehen uns. Wir haben auch sehr, sehr gute Kontakte auch mit den deutschen Touristen und die wissen schon, was sie bei uns auch dann wieder sehen und versuchen können und dann haben sie auch einen guten Überblick. Ich hoffe, dass Sie diese zwei Tage wirklich in Prag schön erleben, dass Sie gute Erinnerungen auf unsere Stadt nehmen und bitte kommen Sie nochmal. Dankeschön.